Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, liebe Berlinale-BesucherInnen, liebe Filmschaffende. Schön, dass Sie hier sind beim zweiten Fachgespräch zum Thema Film für alle. Und zwar mit dem Fokus auf Untertitel und Gebärdensprache. Vor 3 Jahren hatten wir uns das letzte Mal live gesehen und heute findet es endlich wieder statt, hier in der Deutschen Kinemathek. Die Veranstaltung ist in Kooperation mit der Deutschen Kinemathek, mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und im Rahmen und mit freundlicher Unterstützung der Internationalen Filmfestspiele Berlin, der 73. Berlinale. Ich bin Ihre Moderatorin, mein Name ist Iris Meinhardt. Ich arbeite als Journalistin und zwar hauptsächlich beim Bayerischen Rundfunk und bei Funk. Mit dabei ist meine Gebärdensprachdolmetscherin Michaela Weisgerber. Sie voiced für mich und sitzt aktuell in der ersten Reihe. Wir haben für Sie einige barrierefreie Angebote. Es gibt Dolmetschangebote für die deutsche Gebärdensprache, Schriftsprache, das sehen Sie hier auf dem Monitor. Und es gibt eine Induktionsschleife, mit denen Sie Ihre Hörgeräte koppeln können. Kanal 1. Damit können Sie sich verbinden per Kopfhörer, per Hörgerät. Wer noch Induktionsschlaufen benötigt, bitte einmal melden, dann werden sie Ihnen gebracht. Ich übergebe jetzt das Wort an die Kooperationspartner und die Unterstützer dieser Veranstaltung. Florian Bolenius, Vorstand und Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek und Hausherr. Da benötigt jemand einmal noch Kopfhörer. Genau, die Frage wird nebenbei gelöst. Ja, unsere Kooperationspartner der Veranstaltung, ich hatte es ja schon eben erwähnt, Florian Bolenius, Vorstand und Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek und Hausherr, Jürgen Dusel, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und Mariette Rissenbeek, sie ist Geschäftsführerin der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Ich darf Sie bitten, und Sie haben nacheinander das Wort. Herr Bolenius, bitte. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie herzlich hier begrüßen zu können in der Deutschen Kinemathek für Filme für alle. Ein hehrer Anspruch, ein großes Ziel. Und das bedeutet, dass wir Vielfalt benötigen und kulturelle Teilhabe, an der wir uns als Kinemathek engagieren in vielen Bereichen. Und zwar eigentlich nur auch mit Hilfe von vielen Fachexperten der Community, weil wir viele Sachen gar nicht selber auch können. Aber wir versuchen zu realisieren im Rahmen unserer Ressourcen die Ausstellung barrierefrei. Ein wunderbares Vermittlungsprogramm, was wir entwickeln. Wir sind eines der wenigen Museen für Fernsehen und Film, die für blinde Führungen machen. Selbstverständlich aber auch unsere Restaurierungen sind barrierefrei. Ja, und dahingehend ist dieser Austausch für heute Abend besonders wichtig. Austausch dahingehend, ja, dass wir lernen. Wir selbst lernen sehr viel und wir wollen aber auch Wissen vermitteln. Und das ist für mich richtig aufregend heute, was ich alles hier erleben darf. Diese Logistik, die wir hier aufbereiten in dem Sinn, dass wir alle mitnehmen können. Und dieses Alle ist einfach unsäglich, finde ich. Und dahingehend möchte ich eigentlich nur Danke noch sagen. Danke an alle, die hier wirklich wahnsinnig viel leisten und das zum Gelingen bringen. Danke aber insbesondere, muss ich auch sagen, an meinen lieben Kollegen Herr Jurik Seert, der hier unsere Inklusion sehr, sehr weit voranbringt. Ohne ihn wären wir wahrscheinlich nicht so weit wie möglich. Und dann klar an unsere Kooperationspartner, dass wir nach 3 Jahren in der Tat wieder Sie, lieber Herr Dusel, begleiten, begrüßen dürfen. Liebe Mariette Rissenbeek, und dahingehend freue ich mich wirklich, ich bin richtig aufgeregt, richtig, für den Abend, weil ich sehe erstens so viele Menschen und zum Zweiten, aber auch eben ist das Thema uns wichtig und in der Gesellschaft nicht weit ausgeprägt. Und deswegen brauchen wir solche Veranstaltungen wie heute. Und von der letzten bin ich auch noch immer begeistert gewesen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, Ihnen, lieber Herr Dusel, das Wort jetzt auch zu ergeben als ein kleines Grußwort. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Rissenbeek, lieber Herr Bolenius, meine Damen und Herren, man sagt das so locker, die Hütte ist voll. Es ist toll, dass wir wieder einfach hier zusammen sein können nach diesen 3 Jahren, die ja für alle eine große Herausforderung waren.
Und ich freue mich insbesondere, weil das Thema Film oder Filme für alle, so als Appellativ, das ist ja nicht nur irgendwie ein Satz, den die AktivistInnen oder andere sagen, es ist nicht nur eine politische Botschaft, Filme für alle, sondern, meine Damen und Herren, es ist ein Recht. Es ist ein Recht, dass alle Menschen natürlich Zugang haben, gleichberechtigten Zugang zu Kunst und Kultur als ein Medium, das eben ganz, ganz wichtig ist, nicht nur in diesen Zeiten. Und dieses Recht, meine Damen und Herren, ergibt sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention, aus Artikel 30. Es geht also nicht um irgendwas nice to have, es geht nicht um irgendwas, was man so zusätzlich macht, weil man ja so karitativ oder human oder freundlich ist, sondern es geht um die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten, und das ist so wichtig in der Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Es hat mit unserem Demokratieverständnis zu tun, dass alle Menschen den gleichen Zugang haben sollen zu allen Dingen, auch zu Kunst und Kultur. Und mir ist wichtig, meine Damen und Herren, dass wir neben diesem rechtlichen Anspruch endlich verstehen, und daher glaube ich, ist auch die Filmbranche wirklich gefordert, dass wenn wir über die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen reden, wenn wir über die Barrierefreiheit von Filmen, von Angeboten in dem Bereich reden, dann reden wir letztlich über einen Qualitätsstandard für eine moderne Branche. Es geht also bei der Barrierefreiheit auch nicht um irgendwas nice to have. Es geht nicht um irgendwas, was man halt macht, weil man nett ist, sondern es geht darum, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsmerkmal ist und eine Frage der Professionalität. Das heißt, wer heutzutage Filme produziert, wer heutzutage etwas anbietet und macht das mit Barrieren, der oder die ist schlichtweg unprofessionell. Es macht keinen Sinn, meine Damen und Herren, Dinge zu entwickeln, die Menschen ausschließen. Es ist nicht nur unfair, sondern es ist im Grunde ein Armutszeugnis für denjenigen oder diejenige, die das macht. Das kann man im Wohnungsbau genauso sagen. Wer heutzutage noch Wohnungen baut mit Barrieren, ist auch unprofessionell. Und ich wünsche mir einfach, dass dieses Bewusstsein in Deutschland insgesamt, dass Barrierefreiheit ein Standard ist, ein Qualitätsstandard ist für ein modernes Land, dass das weiter nach vorne geht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das gerade auch in diesen Zeiten sagen, wo wir ja auch wieder Dinge erleben, die ganz schrecklich sind, wo wir auch erleben, dass es eben auch Systeme und politische Kräfte gibt, die Demokratie nicht interessant finden und das ablehnen und dann meistens auch Inklusion nicht interessant finden und ablehnen. Und zu verstehen, dass der Zugang von Menschen auch mit Behinderungen ein urdemokratisches Prinzip ist, also jetzt auf den Film bezogen, es ist eine Form der Demokratisierung auch der Branche, das ist mir wichtig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute viel Erkenntnisgewinn. Ich bin sehr glücklich, dass wir uns endlich wieder treffen können, Frau Riesenbeck. Ich habe es gerade eben gesagt, es ist schön. Wir haben in der Digitalisierung wirklich gemerkt, alles was geht, aber wir haben auch gemerkt, was nicht geht. Und wir können eben die persönliche Begegnung eben durch Digitalisierung, glaube ich, nicht ersetzen. Deswegen gut, dass Sie da sind. Vielen Dank und alles Gute für den heutigen Abend. Danke. Ich kann mir meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen. Ich bin also erstmal sehr schön, dass viele von Ihnen hier sind heute Abend, um dieses Thema zu besprechen. Ich werde manchmal gefragt über das Festival und die Stadt Berlin, und dann sage ich immer, Berlin ist eine große Stadt. Es wohnen 3,8 Millionen Menschen in der Stadt und die wollen auch teilweise zur Berlinale kommen. Das Festival ist divers, wir haben verschiedene Themen, weil wir verschiedene Zielgruppen haben. Ich berechne da natürlich nicht so richtig ein, dass es auch unter den 3,8 Millionen Menschen viele Menschen gibt, die mit gewissen Einschränkungen unterwegs sind und für die wir ein größeres und breiteres Angebot machen möchten. Aber das meine ich auch mit, wenn ich sage, es sind 3,8 Millionen Menschen in Berlin und eigentlich sollten alle zu uns kommen können. Wir sind aber, wie Herr Bolenius auch sagte, auf dem Weg dahin. Es ist ein Weg, wir sind noch nicht angekommen. Wir vergrößern unser Angebot an Filmen mit Audiodeskription oder Filmen mit Gebärdensprachen schon beständig, aber es sind kleinere Schritte, weil es doch auch ein Aufwand bedeutet und man aber nicht so schnell hinkommt, wie man vielleicht möchte. Und insbesondere bei den rollstuhlgerechten Zugängen sind wir von den Kinos abhängig, mit denen wir zusammen oder den Spielstätten, mit denen wir zusammenarbeiten, und da ist der Weg auch noch ein bisschen langsamer. Ich hoffe sehr, dass wir die Schritte etwas schneller machen können, wenn auch die dazu gehörenden Instrumente seitens der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden.
weil es wirklich wichtig ist, dass viele Menschen zu uns kommen können. Ich stehe nun jeden Tag ein paar Mal auf dem roten Teppich und ich begegne da auch Menschen, die sich freuen, dass sie trotz ihrer Einschränkungen an dem Festival teilnehmen können. Also daran sehe ich, wie wichtig das ist, dass wir diese Möglichkeiten schaffen. Und ich verspreche gern, dass wir unsere Bemühungen noch mal intensivieren. Und ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr uns hier wiedersehen und wir vielleicht auch ein paar Schritte weiter gekommen sind. Ich wünsche Ihnen einen informativen Abend und einen guten Abend mit gutem Austausch und guten Gesprächen. Ich bitte sehr um Verständnis, dass ich leider schon wieder auf dem roten Teppich muss und nicht länger bei Ihnen bleiben kann. Ich werde jetzt also auch umgehend gehen, aber ich kann Ihnen versichern, der Berlinale, uns ist das Thema wichtig und wir werden weiterhin gern mit Ihnen daran arbeiten, weitere Fortschritte zu schaffen. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen jetzt zwei tolle Gäste vorstellen zu dürfen. Sie repräsentieren beide ihre Community. Ralf Raule, Beauftragter für Digitalisierung und Medien des Deutschen Gehörlosenbundes e.V. und Dr. Matthias Müller, Präsident des Deutschen Schwerhörigenbundes e.V. Herzlich willkommen. Die zentrale Leitfrage heute. Gehörlose Menschen, schwerhörige Menschen, Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Wie können wir ihnen eine Teilhabe an den audiovisuellen Medien ermöglichen? Ja, ich möchte gerne mit Ihnen anfangen, Herr Dr. Müller. In Deutschland, wie viele schwerhörige Menschen, Menschen mit Hörbeeinträchtigung gibt es? Und was wünschen Sie sich von den Filmschaffenden? Was wünschen Sie sich von den audiovisuellen Medien? Wir haben in Deutschland ca. 16 Millionen Hörbeeinträchtigte und damit eine auch zunehmende Gruppe, also kontinuierlich anwachsend. Und deswegen denke ich, ist es für Film- und Fernsehschaffende ganz wichtig, dass sie mit dieser Gruppe sehr sensibel umgehen und sie wahrnehmen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Bedürfnisse heißt, dass sie eben in der Lautsprache zu Hause sind und in der Untertitelung auch diese lautsprachliche Unterstützung bekommen. Und deswegen sind wir sehr daran interessiert, immer mehr umfassender Film und Fernsehsendungen mit Untertitelung zu erwirken. Vielen Dank. Die gleiche Frage auch an Sie, Herr Ralf Raule. In Deutschland, wie viele gehörlose Menschen gibt es in Deutschland und was sind deren Bedarfe für die audiovisuellen Medien? Also die Zahl ist, glaube ich, bekannt. Es sind 80.000 taube Menschen in Deutschland oder 140.000, die in Deutschland Gebärdensprache nutzen. Ich bin jetzt nicht so an dem Thema Zahlen interessiert, weil ich denke, Zahlen sind jetzt in dem Sinne nicht der Maßstab, der für uns wichtig ist. Also ich denke, bei den Schwerhörigen die 16 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Wenn man aber nach England guckt, dann sind es 7,5 Millionen Menschen, die die Untertitel schauen im Fernsehen. Und da sind sicherlich nicht nur alle hörgeschädigt in diesen 7,5 Millionen. Und die benutzen Untertitel aus einem anderen Grund, weil sie vielleicht am Flughafen sind und der Geräuschepegel so hoch ist, dass man Lautsprache gar nicht wahrnehmen kann. Oder aber sie sind unterwegs im Zug und der Sitznachbar könnte das alles mithören. Das möchte ich nicht, möchte vorsichtig sein und benutze deswegen eine Sendung, die untertitelt ist. Und das ist in Deutschland die gleiche Situation. Ich glaube, wir könnten auch das Argument für das Thema Untertitel in diese Richtung lenken. Es geht nicht nur um das Thema Hörschädigung. Und wie gesagt, Zahlen interessieren mich nicht unbedingt. Und für uns als Taubermenschen, das ist das zweite Argument, ist das Thema Gebärdensprache das Wichtige. Also es geht uns auch darum, dass das Thema Gebärdensprache sichtbar ist und dass wir eben auch Gebärdensprache sehen in den Medien.
Ja. Man, wie schaut das denn aus im Vergleich in Deutschland? Gehörlose Menschen, wie viele gibt es? Also ich möchte gerne einfach nochmal darauf hinweisen, dass eine Vorstellung da ist. Schwerhörige Menschen gibt es sehr viele in Deutschland. Wie viele sind es an gehörlosen Menschen? So, also eigentlich hätte ich das gerade schon beantwortet, 80.000. Aber wie gesagt, die Zahl ist schon relativ alt. Neuere Daten gibt es in dem Sinne nicht. Ich glaube, die Zahl ist von 1988. Und das, die Statistik sozusagen, da frage ich mich natürlich, wo das herkommt. Wenn man jetzt die andere Situation betrachtet, kann man das auch nicht nur vom Schwerbehindertenausweis, also von dem Merkzeichen GL abhängig machen, weil die Frage ist, wer definiert das und welche Menschen bekommen eigentlich ein Merkzeichen. Insofern lasse ich das gerne beiseite. Ich würde gerne nochmal, was Jan gesagt hat, darauf eingehen. In der Untertitelung ist ja vielen eine ganz wesentliche Hilfe, die eben für Kommunikation oder Verständigung Probleme haben. Also wenn man an Menschen mit Migrationshintergrund denkt oder selbst Kinder, die eben, sage ich mal, noch über diese Sache etwas erfahren können und für sich verinnerlichen, ist das eine Hilfestellung. Und selbst, und das ist eben auch schon gesagt worden, für Menschen, die eben sehr unter Stress oder anderen Dingen etwas zur Entspannung tun wollen, können Untertitelung für sich für die Aufnahme des Inhalts der Botschaft für sich nutzen. Und das ist eben eine sehr, sehr breite Geschichte. Ähnlich wie wir es bei der Rampe für Menschen als Rollstuhlfahrer kennen, aber eben auch für die Mutti mit Kinderwagen oder dem Senior mit dem Rollator. Also das breite Spektrum. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man auf diese umfassende Wirkung eingeht. Und er hat vollkommen recht, da ist nicht die Zahl entscheidend, sondern wenn wir von Barrierefreiheit reden, dann für die, die das brauchen. Und hier ist es die Gebärdensprache und bei uns ist es eben die schriftsprachliche Umsetzung in der Untertitelung. Vielleicht kann ich kurz ergänzen. Also ich denke auch, das Thema der Zahlen ist oft so, das ist so ein Mitleidsfaktor für die Gruppe der so und so viel tausend Betroffenen machen wir das jetzt. Aber auf der anderen Seite wird immer gesagt, das sind viel zu wenig, lohnt sich das? Also insofern die Frage, wie ist das? Also es hat so eine wirtschaftliche Perspektive, die eigentlich nicht passt bei Barrierefreiheit. Das, was Herr Dusel gerade gesagt hat, das ist ein Anspruch, das ist ein Menschenrecht. Und insofern ist das das, was uns auch antreibt. Ich finde, die Zahlen, das ist jetzt nicht so mein Hauptfokus. Ja, Sie vertreten Ihre Verbände. Welche Voraussetzungen, welche Qualitätskriterien, welche Forderungen gibt es von deren Seite? Und wie erkennen Sie gute oder wie erkennen Sie auch schlechte Untertitel? Es gibt gute und schlechte Untertitelung, das ist richtig. Wichtig ist, dass bei den Untertiteln einmal die Synchronität gewährleistet wird. Also was wird im Bild in der Sprache vermittelt und wie drückt sich das in der Untertitelung aus? Und wenn gekürzt werden muss, dass dann keine Sinn- und Inhaltverfälschung auftritt. Wichtig wäre dann auch nochmal, dass es möglichst eben wenig Fehler gibt. Also Beispiel, wenn man sagt, habe 8 und in der Untertitelung wird eine 8 geschrieben, weil vielleicht in der Spracherkennung, in der Umsetzung für die Untertitelung das erfolgt, dann ist es. Man kann drüber schmunzeln und Verständnis dafür haben, aber in dem Prozess des Erfassens, dass ein Mensch mit Hörbeeinträchtigung sich konzentrieren muss, vielleicht wie vorhin gerade hier von der einen Teilnehmerin auch gesagt wird, vom Mund abzulesen, von den Schauspielern oder von den Darstellern, auf der anderen Seite die Untertitelung zu erfassen und dann trotzdem den Inhalt und die Botschaft insgesamt vermittelt zu bekommen. Und deswegen sind wir froh, dass die Medienanstalten sich in Deutschland auf solchen Qualitätsstandard für die Untertitelung geeinigt haben und diese auch umsetzen. Es gibt unterschiedliche Prozentzahlen bei den Medienanstalten, Rundfunkanstalten in der Untertitelung, aber wir sind auf diesem Weg. Einen Appell richte ich eigentlich an dieser Stelle gerne an die privaten Sender, die da noch Nachholbedarf haben.
Ich denke, in der Gebärdensprache ist es analog und wichtig. Und ganz entscheidend ist auch, dass Menschen, die eben in der Hörbeeinträchtigung stehen, Hörlose oder Hörgeschädigte, lautsprachlich Orientierte, dass sie ihre Wünsche äußern, dass auch deutlich wird, welche Sendungen, welche Filme sollen untertitelt, welche sollen entsprechend mit Gebärdensprache ausgestattet werden. Hallo. Ich kann gerne daran anschließen. Also ich denke, wenn Personen sagen, fuck you, dann sollte es auch im Untertitel erscheinen und nicht sozusagen aus ästhetischen Gründen nur durch Punkte ersetzt werden. Ja, weil das ist irgendwie jetzt nicht das, was derjenige gesagt hat, sondern ich denke, das kann man jetzt sozusagen auch aus bestimmten Gründen nicht einfach weglassen. Das ist vorhin auch schon gesagt worden. Also wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Kraftausdrücke wie fuck you oder was auch immer fällt, dann soll das auch im Untertitel erscheinen. Das ist das Erste. Und der zweite Punkt, der für mich eigentlich bei Filmen auch nochmal eine große Rolle spielt, also die Untertitel werden immer besser, aber bei Live-Sendungen, bei Talkshows, bei politischen Magazinen ist das oft nicht der Fall. Da werden die Untertitel, auch das, was Herr Müller gerade gesagt hat, irgendwie immer schlechter. Und wenn man jetzt nur den Untertitel liest und keinen Ton hat, hat man oft die Situation, dass man die Sendung gar nicht mehr versteht und dass das mir nicht hilft, wenn da nur ein Untertitel erscheint. Und wir haben auch Gespräche geführt, zum Beispiel mit dem NDR, dass sie sagen, das ist eine große Herausforderung, die Untertitel zu machen. Aber für mich ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn das so schwierig ist, Untertitel in dem Bereich zu erstellen, dann sollen sie doch Gebärdensprachdolmetscher einblenden oder Gebärdensprache überhaupt einblenden. Dann wäre das nämlich möglich. Und die Aussage, dass immer Untertitel dann nicht das passende Mittel sind, dann muss man sich was anderes überlegen. Die zweite Sache, Gebärdensprache, wird ja oft auch aus dem linearen Fernsehen verbannt und wird ins Internet verfrachtet. Und das finde ich eben auch nicht in Ordnung, weil ältere Leute können damit oft nichts anfangen und haben gar nicht den Zugang, den sozusagen wir jetzt als jüngere Generation noch haben. Und Gebärdensprache brauchen aber alle. Und das ist auch ein Mittel der Inklusion, was nicht aus Peinlichkeitsgründen einfach ins Internet verbannt werden darf. Vielen Dank für Ihre interessanten Beiträge. Danke an Sie, lieber Herr Ralf Raude, lieber Herr Dr. Matthias Müller. Vielen Dank auch Ihnen. Ich würde gerne die Themen jetzt nun weiter vertiefen mit einem Podium aus Experten. Würde gerne Sie auch einladen, unsere Podiumsdiskussion weiter zu verfolgen. Ja. Es gibt ein wunderbares Angebot aus der deutschen Fernsehlandschaft. Das möchten wir Ihnen zeigen und bestimmt erkennen Sie auch einige der Figuren. Nun darf ich zu mir aufs Podium bitten, Stefanie Wagner. Sie arbeitet bei Konstantin Film. Martina Urgesi. Sie ist in der Untertitelproduktion bei No Limits Media tätig. Ines Helke. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin. Und sie ist Jugendleiterin für die außerschulische Bildung beim Bund der Schwerhörigen e.V. Und Jan Sell. Er vertritt Marco Lipski heute. Er arbeitet beim Zentrum für Kommunikation, Kultur und visuelle Kommunikation Berlin und Brandenburg e.V. Genau, und er ist verantwortlich auch für die Gebärdenspracheinblendungen, die Sie eben im Film sehen konnten. Wir konnten eben im Trailer von Unser Sandmann und der Sesamstraße einige Beispiele sehen. Herr Sell, Sie sind verantwortlich im Rahmen des ZFK für diese Einblendungen. Diese Angebote sind speziell für Kinder da. Warum ist das so? Ja, es geht Untertitel, wenn die da sind, ist ja okay, worüber vorhin gesprochen wurde, aber für Kinder ist das jetzt nicht geeignetes, dass die Kinder jetzt Untertitel lesen sollten, die können es nicht.
Hörende Kinder können ja hören und können das aufnehmen und verstehen. Und aber Kleinkinder, kleine gehörlose Kinder, die können auch nicht so lesen. Und deswegen haben wir das umgesetzt, so wie hörende Kinder diese Sprache hören, die Kinder das in Gebärdensprache aufnehmen können und auch damit dadurch ihre Deutschsprachkompetenz entwickeln können. Frau Helke, Sie vertreten heute die schwerhörigen Kinder. Für was genau sind die Bedarfe und für die schwerhörigen Kinder? Wichtig, klare Sprache, dass das mit TI-Hörgeräte gute akustische Wahrnehmung, das ist wichtig. Aber ich sage auch ganz klar, schwerhöriges Lernen im Prozess, dass die nicht alles schaffen zu hören. Das bedeutet dasselbe, wie eben Jan Schell gesagt hat oder gebärdet hat, dass es wichtig ist, barrierefreie Kommunikation anzubieten. Und für mich ist es wichtig, weil ich im schweren Bereich sehr viel unterwegs ist, dass schwere Kinder selbst herausfinden müssen, was passt zu ihnen. Das bedeutet, für mich ist wichtig, dass die entscheiden können, Gebärden oder Untertitel oder akustisch. Und dann selber lernen sie, aha, das passt gut für mich oder das passt gut für mich. Weil sie dürfen nicht vergessen, Kinder schaffen es von der Konzentration nicht wie die Erwachsenen. Bedeutet, Kinder sind nicht so eine hohe Konzentrationsfähigkeit wie Erwachsene. Das bedeutet, wir müssen schauen, was ist wichtig für das Kind. Und deswegen ist das für mich eine ganz wichtige Botschaft. Das Kind muss selbst entscheiden, wo es glücklich ist und wo hat es Spaß zum Zuschauen. Deswegen muss alle Möglichkeiten geschaffen werden. Für die Kinder. Wir haben natürlich auch versucht, Jugendliche einzusetzen, die selber für die Kinder jetzt gebärden. Nicht, dass es jetzt Erwachsene, Ältere sind, die das machen, weil es ist ja auch wichtig, dass die Jugendlichen, die das machen, auch eine größere Empathie haben, beziehungsweise die Kinder gegenüber denen eine Empathie haben. Und so haben wir die Kinder gefördert, also die Jugendlichen gefördert, die jetzt hier da drin arbeiten. Und da sind auch Gebärdensprachdolmetscher, die das prüfen, ob sie das sehr gut machen oder wie sie es machen. Und dann stehen sie vor der Kamera und machen das. Und das ist natürlich für uns auch ganz wichtig, dass die Kinder, die Jugendlichen im Film auch eine Vorbildwirkung haben für die anderen. Vielen Dank an Sie beide. Wollen wir uns einmal von den Kindern zu den Erwachsenen wenden? Eben hatten Ralf Raule und Dr. Matthias Müller bereits auch über den Bereich der Erwachsenen gesprochen. Wie ist aus Ihrer Sicht die Bedarfe von erwachsenen Menschen in den audiovisuellen Medien? Also ich bin zum Beispiel selber früh schwerhörig, das bedeutet, ich benutze beides gerne. Das bedeutet, ich lese Untertitel plus, wenn Gebärdensprachdolmetsch Einblendung, dann bin ich visuell und ich möchte immer, je nach wie Lust, zum Beispiel Tierfilme oder Tatort oder Diskussionsforum, ich selber entscheide, wo ich jetzt Bedarf habe. Möchte ich gerne die Untertitel lesen oder möchte ich jetzt Gebärdensprache, auch wie meine Konzentration am Abend ist. Bedeutet, ich möchte selber entscheiden. Und ich habe viele schwerhörige Freunde, die sehr von Lautsprache hopsen auf Akustik, möchten klare Sprache haben, aber dann sagen die auch, heute möchte ich gerne visuell die Inhalte wahrnehmen. Das sage ich ganz klar bei Frühschwerhörern, die natürlich in beiden Welten unterwegs sind. Und dann gibt es noch eine andere Zielgruppe, die Spätertaugten. Die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse. Die lesen, die haben eine hohe Lesekompetenz, weil sie ja hörend waren. Das bedeutet, wir müssen immer gucken, was ist das Kommunikationsbedürfnis. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen, auch eine wichtige Botschaft an die Filmindustrie, weil es kann jeden betreffen, dass er mal plötzlich durch Krankheit oder durch Unfall ertaubt ist. Und dann kann ich ja auch nicht entscheiden, du musst jetzt Gebärdensprache lernen, weil du jetzt taub bist. Es ist wichtig, dass wir alle Optionen schaffen und das ist auch selbstbestimmtes Leben und das sagt auch die UN-Konvention. Ich entscheide, was brauche ich und nicht der andere, der Gegenüber. Und das steht ganz klar schwarz auf weiß auf der UN-Konvention. Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Das ist natürlich in Dialogen immer ein Problem, wenn man da die Untertitel sieht. Wer hat denn jetzt gerade was gesagt? Man kann es denn gar nicht so in den Untertiteln manchmal erkennen. Also für uns als Gehörlose ist es sehr oft schwierig und in so einer Live-Talk-Sendung, ich muss das nochmal bestätigen, was Ralf Raule gesagt hat, sehr oft ist es dann auch zeitversetzt und dann weiß ich gar nicht mehr, wer hat denn jetzt das da gesagt. Sehr oft mehrere Sekunden Verspätung und das ist für uns dann manchmal sehr, sehr schwierig, diesem Gespräch da zu folgen. Also eine Dolmetscher-Einblendung wäre das Optimale, weil die wirklich synchron arbeiten.
Danke an Sie. Ja, Frau Egesi, Sie arbeiten seit 20 Jahren bestimmt schon im Bereich der Untertitelproduktion. Was sind für Sie gute Untertitel und welchen Wandel gab es für Sie in den letzten Jahren? Sorry. Man sagt so in meinem Bereich, es gibt eine Faustregel, die heißt, ein Untertitel ist gut, wenn er mir nicht negativ auffällt. Und damit sind so Punkte gemeint wie, dass der Inhalt möglichst vollständig wiedergegeben wird, dass es keine Fehler gibt in den Untertiteln, dass es keinen störenden Flackereffekt gibt, also dass das Spotting, die Einstiegszeiten und die Ausstiegszeiten so gewählt sind, dass es beim Anschauen angenehm ist fürs Auge. Und bei Untertiteln für Hörgeschädigte würde ich sagen, noch insbesondere, was Sie jetzt auch angesprochen haben, weiß ich immer, wer gerade spricht und bekomme ich Zusatzinformationen über die Musik und die Atmosphäre und Geräusche und so weiter. Und ich würde schon sagen, dass ich einen gewissen Wandel beobachtet habe in den letzten Jahren. Und zwar also betrifft es zwei Punkte. Das eine ist die Werte für Lesegeschwindigkeit und auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, sag ich mal, wörtliche Wiedergabe versus redaktionell bearbeitete Texte in den Untertiteln. Und das geht natürlich zusammen. Als ich angefangen habe in der Branche, hat man gesagt, wie gesagt, es wird kleinteilig, 12 Zeichen pro Sekunde kann man gut lesen. Heute ist man da ganz, je nachdem, wenn man fragt, werden 14 Zeichen akzeptiert und große Streaming-Dienstleister gehen da zum Teil im Englischen, vielleicht eher als im Deutschen, aber bis zu 20. Und da ist natürlich, nicht jeder kann 20 Zeichen pro Sekunde lesen, vor allen Dingen, weil die Untertitel oft gar nicht so lange da stehen können, dass man sie zu Ende lesen kann. Also das wäre dann kein guter Untertitel. Vielen Dank. Frau Wagner, Sie arbeiten bei Constantin Film. Wie schaut es bei Ihnen aus im Untertitelbereich? Und auch, was sehen Sie als Aufgabe im Filmverleih für barrierefreie Angebote? Ja, guten Abend. Wir versuchen mit möglichst guten Untertitelfirmen zusammenzuarbeiten. Also wir arbeiten sehr viel mit No Limits und haben am Anfang, also 2013, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema Untertitel für Hörgeschädigte für den Kinobereich zu beschäftigen, mehrere Firmen getestet, haben auch Betroffene dazu befragt und versucht, für unsere Firma einen guten Workflow zu entwickeln und mit möglichst den Besten der Branche zusammenzuarbeiten, weil wir da sehr hohe Qualitätsstandards an uns selber haben. Als eine der wenigen Produktionsfirmen ist es bei uns so, dass wir die Untertitel auch prüfen, bevor wir sie dann wirklich aufs DCP packen, also fürs Kino oder eben auch ausliefern. Das bedeutet, dass wir einfach redaktionell nochmal die Untertitel mit dem Film vergleichen, Fehler ausbessern, Anmerkungen schreiben, wenn wir feststellen, dass irgendwas aus unserer Sicht nicht ganz verständlich ist. Das habe ich in den letzten Jahren gemacht. Das wird demnächst eine Kollegin von mir übernehmen, die auch heute Abend hier ist. Und ich persönlich würde mich wahnsinnig freuen, mit betroffenen Menschen wie mit Ihnen mehr in den Austausch zu kommen, weil ich bisher da sehr wenig, also eigentlich gar keinen Austausch hatte. Und das ist das, was ich für die Blinden eigentlich schon habe, aber in dem Bereich der Schwerhörigen oder Gehörlosen mir wünschen würde. Da hinten ist eine Wortmeldung. Ich wollte nur Sie unterstützen in dem, was Sie gerade gesagt haben. Danke, danke. Und ich persönlich finde, weil ich weiß, dass viele Betroffene gerne Untertitel auf der Leinwand haben wollen, weil diese ganzen technischen Devices sehr unglücklich sind aus meiner Perspektive in Deutschland, also was Untertitel angeht.
Und ich persönlich finde, es sollte viel mehr Vorführungen mit Untertiteln geben, aber das sollten wir diskutieren, also oder uns da einfach noch mehr engagieren. Und ich finde, also bin auch gerne bereit, alle möglichen Anmerkungen in die Filmbranche oder auch zur Produzentenallianz oder an die Ansprechpartner zu bringen. Ich weiß nicht, wie von den Verbänden ihrerseits da der Austausch ist, aber da können wir gerne einfach noch ein bisschen mehr anschieben, finde ich. Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Untertitel, ja, es gibt klassische Untertitel und es gibt Untertitel, die sogenannten SDH-Untertitel. Ich möchte gerne fragen, Herr Sell, was sind die Unterschiede, was ist besser? Ja, es gibt unterschiedliche. Also früher, das ist ja eine Entwicklung jetzt gewesen, für uns ist natürlich ein Problem jetzt die Deutschkompetenz manchmal. Wie, was benutzt man jetzt? Für mich ist es trotzdem schwer, dir zu sagen, dieses oder jenes. Für mich ist es natürlich wichtig, dass der Gehörlose eigentlich das Gleiche, so wie vorhin auch Herr Raule gesagt hat, das Gleiche sehen muss, wie der Hörende dort gesprochen hat und nicht für mich jetzt geändert werden müsste. Ja, wir lernen natürlich daraus, ansonsten würden wir nach hinten rutschen damit. Sonst schaffen wir es uns auch nicht anzupassen an die Gesellschaft. Das ist für mich ein Aspekt. Aber wichtig ist natürlich die Farbe. Es müssen Farben mit drin sein, wenn diese Dialoge da sind und es nicht zu sehen ist oder eben an verschiedenen Orten die Schrift zu sehen sein. Jetzt ist es wieder alles nur noch mittig, zentriert. Damals war es so ein bisschen, der Rechtsstand war rechts der Untertitel, der links war links der Untertitel. Das wäre natürlich auch wieder günstiger, weil dann kann man auch sehen, dass dieser Untertitel zu dem gehört und zu dem anderen. Also für mich ist auch wichtig, wie Jan-Schell gesagt hat, diese Farben, wer spricht, oft gucke ich Mundbild, wer spricht. Und deswegen sind für mich so, weil wir sind ja also Gehörlose oder Hörbehinderte, wir sind Augenmenschen. Wir arbeiten so viel mit visuell und wir sind trainiert mit dem Auge. Das bedeutet, wir schaffen die Farben zu sehen, ah, der und der spricht. Und dann können wir auch die Inhalte gut folgen. Und das ist für mich so entscheidend, weil die ganze Gesellschaft lebt von vielen Informationen. Und ich bekomme immer von hörenden Freunden mit, die sagen mir Bescheid, Ines, so viele Informationen, dieses Loch, 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 oder auch so, aber ich selber kann es nicht kontrollieren. Das bedeutet, weil meine Ohren sind taub, bedeutet, diese ganzen Informationen, Loch, 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 kriege ich nicht mit. Aber diese ganzen Informationen, das ist für uns, damit wir in der Gesellschaft wissen, was passiert in der Gesellschaft. Um mal ein Beispiel zu sagen, für mich ist wichtig, dass die Untertitel komplette 100% der Informationen da sind. Und ich habe zum Beispiel, als ich studiert habe mit Gebärdensprachdolmetscher, haben die mich gefragt, ob ich Hunger habe. Und ich, Hunger? Und da habe ich die Dolmetscher gefragt, woher weißt du? Na, man hört das. Ich war so geschockt, dass man, wenn man Hunger hat, dass man das hört. Ich dachte, ich selber spüre es. Aber meine Außenwelt hört es, wenn ich Hunger habe. Das war zum Beispiel so ein ganz klares Schockerlebnis mit 27 Jahren, wo ich das erste Mal erfahren habe, Wenn man Hunger hat, man hört es. Und diese Informationen, merke ich immer wieder, die fehlen durch das Fernsehen, durch Kino. Und deswegen ist das für mich wichtig, und das ist eine wichtige Botschaft. Wir müssen alle Informationen im Untertitel lesen, weil so können wir auch wissen, was bedeutet in der Gesellschaft. Und das ist oft das Problem, dass uns Gehörlose und Hörbehinderte oft vorgeworfen wird, wir verhalten uns anders. Doch klar, dass wir uns anders verhalten, weil uns die ganzen Informationen fehlen. Und das ist so ein konkretes Beispiel, warum ich immer fordere, 100% die Informationen, genauso wie andere Zielgruppen. Super. Ich habe dazu eine Frage. Und zwar habe ich am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gelernt, dass viele Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung Schwierigkeiten haben, schnell und viel zu lesen. Und dass deswegen gerade SDH oder auch Untertitel gekürzt oder ich sage jetzt mal gut gekürzt sein müssen, um alle Informationen rüberzubringen, aber es trotzdem lesbar zu machen. Das hast du ja auch gesagt, nicht so viele Zeichen pro Zeile. Ich glaube, das ist so eine Gratwanderung, wo man einfach oftmals auch gucken muss, dass man alle Informationen rüberbringt, aber nicht zu viel und zu lange Zeilen hat, oder?
ist es so? Darf ich was dazu sagen? Gut. Zwei Punkte. Also jetzt zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wir machen ja auch mit dem Untertiteln, ich bearbeite ja auch Untertitel, und da geht es darum, dass der wirklich ganz, ganz schnell spricht und wir kriegen diese Menge von Informationen gar nicht in diese Untertitel, in diese Zeit rein. Wir haben so ein kurzes Zeitfenster. Ja, und das jetzt so auszunutzen, also müssen wir das versuchen, jetzt mal ein bisschen breiter zu machen, weil aufzupassen, wenn der Nächste dann nicht spricht, müssen wir es mit rüberschieben. Normalerweise sind das so 6 Sekunden, in der 6 bis 8 Sekunden, die man in einer Zeile, also die man eine Zeile wirklich angenehm und gut lesen kann. Das Zweite, ja, so wie sie es jetzt gerade gesagt hat, dass Musik oder zum Beispiel 2 Minuten da lang Musik läuft und dann sitze ich da, keine Untertitel und ja, Musik läuft, aber ich weiß nicht, was da sonst passiert. Also die rocken da auf der Bühne rum oder im Fernsehen rum, das sieht ja schön aus, das Bild, das ist eine schöne Botschaft, aber trotzdem wäre es für mich natürlich lieb, wenn da Elvis ja zum Beispiel singt und einen tollen Text hat, dass der Text dort auch zu sehen wäre, damit ich dann vielleicht mitschwingen könnte, aber das dann einfach nur, dass da steht als Musik. So, zum Beispiel, oder wenn andere Musik ist, die so ganz spannend ist, so, die eine Spannung aufbaut, dann ist es natürlich für mich auch wichtig, dass da jetzt eine Musik, eine Information kommt. Ansonsten sitze ich dann einfach da und gucke nur zu. Zum Beispiel, wie Jan Herr gesagt hat, diese Information, zum Beispiel Musik gibt schwere Musik, leichte Musik, schnelle Musik, Tonlage. Und ich bin resthörig, bedeutet, ich spreche, weil ich also stark oral aufgewachsen bin. Bin jetzt 52, habe eine ganz andere Biografie. Und ich musste mir in den letzten Jahren so viel selber Informationen holen, damit ich verstehe, wenn ich mit hörenden Kollegen austausche, schwere Musik. Und dann frage ich, was bedeutet denn schwere Musik? Und dann weißt du das nicht. Und dann merke ich so viele Informationen, die fehlen, fehlen, fehlen. Und deswegen ist das so wichtig, dass in den Untertiteln so viele Informationen da sind. Und wenn zum Beispiel Gehörbehinderte eine gute Schriftsprachkompetenz erworben haben, dann schaffen die das. Aber wir müssen ja erstmal zum Ziel kommen. Und uns wurde damals das Ziel, diese Lücke, wurde uns geraubt. Und wir müssen selber alles aufholen. Aber wir haben es ja auch geschafft, obwohl wir diesen Bereich aufgeholt haben. Denn normalerweise sind wir Weltmeister in Informationsschaffen, weil wir so viele Informationen gar nicht bekommen haben. Also wir haben mehr geschafft als Hörende, sage ich mal als Beispiel. Ja, da haben Sie recht, es fehlen viele Informationen und die erweiterten Untertitel, man bekommt einfach Signale, man bekommt Hinweise, was passiert, man bekommt mehr Informationen. Wenn man diese Informationen nicht hätte, könnte man den Film falsch verstehen. Man hat zum Beispiel eine sehr spannende Szene, man erlebt sie sehr spannend, durch die Musik zum Beispiel ist sie aber eigentlich eher witzig gedacht. Und da haben wir natürlich ein Risiko, so ein bisschen auf den Leim zu gehen. Da möchte ich jetzt gerne anschließen in Richtung Kino. Wenn Sie ins Kino gehen, welche Hilfsmittel nutzen Sie und welche würden Sie gerne benutzen? Also ich möchte, dass die Kinofilme, die jetzt vom staatlichen Bereich gefördert werden, die müssen Untertitel sein, weil wir bekommen eine Förderung bekommen. Und so wie andere Menschen möchte ich auch das gleiche Menschenrecht haben. Und was auch ganz wichtig ist, früher gab es, also jetzt gibt es Kreta. Also ich bin so ein bisschen kritisch mit Kreta, weil es bedeutet, ich muss mein iPhone aufladen und wenn die Akku alle ist, dann habe ich Pech gehabt. Das bedeutet, ich möchte so wie Hörende gleichberechtigt Kinofilme. Ich möchte nicht mit Zusatzgeräten ankommen, denn wir wissen, wir haben auch eine Gesellschaft, nicht alle können sich das leisten, Zusatzgeräte, und so ist es auch mit Digitalhörgeräten. Zum Beispiel ich selber habe kein Digitalhörgerät, weil ich mit Digitalhörgeräten nicht klarkomme. Und deswegen müssen die Bedingungen für alle gleich sein. Nicht nur, weil der mehr Geld hat, kann sich das leisten mit Digital- oder Cochlea-Implantat. Das bekommt man, weil es eine Prothese und ich bekomme kein tolles Hörgerät finanziert. Dann habe ich Pech gehabt und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass alle gleich behandelt werden, wenn es gerade, wenn Filmindustrie von staatlichen Bereich gefördert werden. Das ist für mich ein Anspruch. Das ist auch immer wieder die UN-Konvention, das Menschenrecht. Ja, es gibt, also ich rede jetzt mal über eine Brille, die ich mir aufsetzen kann und dort zum Beispiel eben halt auch Untertitel
reinsetze. Also zum Beispiel, Kino kann mir diese Brille anbieten oder ich kann sie natürlich auch mitbringen. Aber es gibt natürlich auch ein anderes Angebot, das zum Beispiel jetzt, was ist das? Im Thalia-Kino in Potsdam, dort gibt es auch ein sehr schönes Angebot. Das gibt es auch in anderen Kinos, wo man dann in der Woche einmal dort so eine Original mit Untertitel einblendet, also was dann regelmäßig dort, dass man dann weiß, aha, dieser Film ist an dem Tag mit Untertitel. Ja, wir waren ja in Basel gewesen, dort war jeden Tag im Kino alles mit Untertitel. Ich war wirklich schockiert, dass jeder Film, der dort im Kino zu sehen war, Untertitel. Und egal in welcher Form, ob es Englisch, Französisch oder Italienisch war oder Deutsch, es war immer. Und ich habe da sehr oft, ich bin fast jeden Tag da ins Kino gegangen. Und als letztes noch dazu, ich muss es jetzt auch ehrlich nochmal sagen, ich muss da Netflix loben, auch wenn, ja, weil die haben wirklich 99% aller Filme sind untertitelt. Ich, oder es gibt ja auch andere, Amazon oder Disney Plus, und aber wichtig ist mir da Netflix. Ich möchte auch noch was dazu sagen, wir merken ja, dass die Gesellschaft älter wird, und je älter man wird, das gibt viele Senioren, die tragen Hörgeräte. Die verstecken natürlich ihre, klar, weil es eine andere Biografie ist, aber mir fällt auf, dass zum Beispiel in Deutschland die visuelle Bewusstsein, wie in anderen englischsprachigen Raumländern, zum Beispiel das Deaf oder das Hörgerät gestrichen, das sehe ich in Deutschland in Kinos selten. Wenn ich in anderen Ländern bin, dann sehe ich eine Gesellschaft, gehe rein und sehe die 5 Sinne, Disability. Und dann sieht man, aha, so, so, so. Und hier in Deutschland nichts. Und das bedeutet, wir müssten viel mehr Aufklärungsarbeit machen. Das bedeutet, in den Kinos müssen die Symbole da sein. Untertitel, Hard of Hearing oder auch für Blinde oder für Rollstuhlfahrer. Diese Symbole, sie sind in anderen Ländern selbstverständlich. Und das wünsche ich mir, dass es hier in Deutschland auch selbstverständlich ist. Denn es kann jeden mal betreffen, dass er durch einen Unfall oder Krankheit auch eine Behinderung hat. Und deswegen, wenn man mit Symbolen arbeitet, dann machen wir die Gesellschaft viel mehr bewusst und nennt es auch selbstverständlich, dass wir unterschiedliche Diversity-Menschen haben. Und dann wird das angeboten und ich selber entscheide, was mein Bedürfnis ist und passe mich an. Und da wünsche ich mir, dass die Filmindustrie das auch nochmal bewusst macht. Und auch, was ganz wichtig ist, Gehörlose sind Muttersprache, Gebärdensprache. Und viele Informationen verstehen sie nicht, Text. Und wenn zum Beispiel die Kinoindustrie ein bisschen pfiffiger ist, dann machen die in Zukunft hoffentlich mehr Werbung mit Gebärdensprache. Und dann kann man durch Gebärdensprache noch mehr viele Zuschauer. Und wir sind ja auch eine wichtige Zielgruppe, die Wirtschaft unterstützt. Denn das ist typisch gehörlos und hörbehindert. Nach dem Kino fahren wir nicht nach Hause. Nach dem Kino treffen wir uns im Café und unterhalten. Und wir sind oft die Letzten, die das Restaurant und das Café verlassen, weil wir eine ganz starke Gebärdensprachkultur habe. Und ich habe oft schon in Hamburg erlebt, dass die Kneipen uns sogar rausschmeißen mussten, dann bitte endlich mal raus, weil wir oft die Letzten waren. Und dann habe ich einmal den Kellner gefragt, und haben die guten Umsatz gemacht? Und dann hat er gesagt, oh, Ines, wir haben durch super Umsatz gemacht, weil ihr habt getrunken, gegessen und ihr seid die Letzten. Also wir sind auch eine wichtige Zielgruppe für die Wirtschaft. Ja. Ich würde gerne noch ganz kurz nochmal kurz auf das zurückkommen, was der Herr vorher gesagt hat, dass die Zahlen nicht wichtig sind. Ich verstehe, was er gesagt hat und was er meint, aber für uns, also jetzt, ich arbeite in einer großen Filmproduktion, ich muss da irgendwelche Leute überzeugen von Dingen, die wir tun. Für uns sind diese Zahlen extrem wichtig, weil wir damit die anderen Filmproduzenten überzeugen können und weil wir mit Zahlen einfach argumentieren können. Das wollte ich an der Stelle nur sagen, weil natürlich wäre es super, wenn man die ganzen Untertitel auf der Leinwand hätte und viel öfter, wie Sie es in Basel erlebt haben. Aber dazu habe ich noch eine Frage. Untertitel, normale OMU-Untertitel oder erweiterte SDH-Untertitel? Ist es egal oder ist es Ihnen wichtig, dass sie erweitert sind? Das war nämlich was mir bisher nicht ganz klar war, weil ich weiß, dass viele Betroffene auch in OMU-Fassungen gehen.
zu dem Thema Untertitel, die erweiterten Untertitel, ich weiß nicht, ob man das so trennen sollte, man einfach original, aber dann einige Informationen mit dazu, wie wir vorhin sagten, die Farbe mit dazu, oder wenn gerade so ein Leerraum ist, dass dann eine kurze Beschreibung in diesem Leerraum mit reinkommt, das ist für mich wichtig. Also jetzt nicht die klare Trennung zwischen diesem oder jenem. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, wir experimentieren ja auch viel. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Märchen gemacht, du sollst hören, Quatsch, Märchen, Froschkönig. Ja, wir haben ein Märchen gemacht, den Froschkönig, und in einem Film auch mitgemacht, und der hieß Du sollst hören, und dort haben wir auch die Dolmetscher eingesetzt mit Referenzkleidung, das heißt, die Dolmetscher, die da drinnen waren, haben die gleiche Kleidung angehabt wie die Schauspieler, und so haben wir, gehen wir diesen Weg auch. Ja, ich möchte gerne auf Fragen weiter an Sie stellen, Frau Gysi, Frau Wagner. Warum gibt es in Deutschland wenige Untertitel bzw. noch wenig gute Untertitel? Was muss sich vielleicht verändern? Welche Herausforderungen gibt es für Film- und Fernsehproduktionen? Fehlt es vielleicht an Förderung? Also ich kann das ja erst vor allen Dingen aus meinem täglichen Erleben heraus beantworten. Und da habe ich ganz klar das Gefühl, dass seitdem sich die gesetzlichen Bestimmungen verändert haben, dass doch viel mehr untertitelt wird im deutschen Sprachraum. Also Untertitel für hörgeschädigte Menschen im Kino. Im Fernsehen gibt es das ja schon länger, aber eben auch im Kino und viel mehr Online-Inhalte und so weiter untertitelt werden. Genau, also und es gibt auch sehr engagierte Untertitlerinnen und Untertitler, die ihre Arbeit sehr ernst nehmen und sich wirklich Mühe geben, das möglichst sinnvoll zu gestalten. Deswegen ist es für mich total wertvoll, jetzt hier auch Input von Ihnen zu bekommen. Und auch ich würde das gern vertiefen jederzeit, weil wir uns oft fragen, ist das eigentlich, kann damit jetzt jemand was anfangen oder wie formulieren wir das denn jetzt eigentlich? Oder wenn da nur steht Musik, wem ist das schon genug Information? Wir glauben nicht, aber man sieht es oft und so weiter. Also es gibt da viele Kleinigkeiten. Also ich freue mich auch, wie gesagt, über jedes Gespräch zu diesen Themen. Ja, also wie gesagt, wir versuchen das bestmöglich umzusetzen als Produktionsfirma, versuchen mit wirklich guten Untertitlern zusammenzuarbeiten, aber bisher, habe ich vorhin schon gesagt, hatte ich wenig Austausch mit wirklich Betroffenen, und von daher freue ich mich, wenn wir vielleicht im Nachgang auch noch austauschen und meine Kollegin und ich uns dazu nochmal mit Ihnen einfach ihre Erfahrungen und ihre Bedürfnisse gerne nochmal auch in die Branche tragen können, jederzeit gerne. Und das mit den Farben ist für Kino, glaube ich, nicht so einfach in Deutschland. Ein Kollege von der Technikfirma Pharos hat uns letzte Woche erzählt, dass er das in Frankreich erlebt hat, im Kinobereich auch. Also da muss man, glaube ich, einfach auch wirklich mit den entsprechenden Firmen und mit den Verbänden arbeiten, und auch da wieder finde ich wirklich auch Zahlen hilfreich, die überzeugen können, und ja, genau, also wir als Produktionsfirma, kann ich nur sagen, sind sehr bemüht, das bestmöglich zu machen, aber sagen Sie mir, was sind gute Untertitel? Darf ich auch noch mal kurz zum Thema Farben noch und Farben im Kino? Also man sieht ja jetzt allein schon auf der Berlinale hier, wir haben bei Produktionen, die sag ich mal, nicht deutsch- oder englischsprachig gedreht wurden, haben wir ja oft zweisprachige Untertitel, und eine Zeile ist gelb und die andere Zeile ist weiß. Also warum sollte ich das nicht mit Untertiteln für Hörgeschädigte genauso machen? Es wird halt nicht gemacht. Es ist nicht üblich, aber technisch möglich. Also warum sollte, ne? Ist es ja. Genau, das war das eine. Ja, technisch möglich ist es ja. Also es ist nur nicht üblich, genau. Ja,
vorstellen, Best-Practice-Beispiele, Filme für, ja, gibt es wo gute Beispiele für, wo das gut umgesetzt wurde, mit Untertiteln, mit Gebärdensprache? Was sind Ihre Best-Practice-Beispiele? Also, damals hindert der Still, der Film, vor vielen Jahren, der war für mich bis heute Gänsehaut. Warum die Regisseurin Caroline Ling, wenn man überlegt, wir haben jetzt 2023, sie hatte über 20 Jahren schon gemerkt, dass wir hier zum Beispiel in Deutschland keine gehörlosen Schauspieler haben. Die musste aus anderen Ländern gehörlose Schauspieler mitnehmen. Und sie hat sich diesem Thema gewidmet und das war für mich schon sehr weit voraus. So. Und Caroline Link hat sich der Thematik, was bedeutet gehörlos, was bedeutet hörbehindert, sich auseinandergesetzt. Die ist in den Dialog gekommen und das war für mich einer der wichtigsten und besten Filme bis jetzt für mich persönlich, weil sie hat einmal auch eine Zielsituation aufgegriffen, hörende Kinder dolmetschen für gehörlose Eltern, und das geht gar nicht. Und durch diesen Film sind bei vielen gehörlosen Eltern erstmal bewusst geworden, mein Kind soll nicht mehr in Zukunft für mich dolmetschen, die brauchen mehr Gebärdensprachdolmetscher. Also sie hat ein Thema aufgegriffen, was uns ganz viel zusammengerüttet hat und dass wir dadurch erstmal in den Dialog gekommen sind. Und das war für mich damals schon ein sehr wichtiger Kinofilm. Und zum Beispiel jetzt vor kurzem gab es ja den Film, den Spielfilm Du sollst hören. Da habe ich zum Beispiel, das war gut der Film, gehörlose Schauspieler waren dabei, aber ich hätte mir zum Beispiel persönlich gewünscht, dass mehr über Gebärdensprachkultur, noch mehr Informationen vermittelt werden. Das war so eine wichtige Chance, die nicht so 100% genutzt wird, weil wir müssen viel mehr durch Filme viel mehr aufklären, was bedeutet Gehörlos, was bedeutet Hörbehinderung. Und solche Filme können ja auch die Gesellschaft aufklären. Da wünsche ich mir mehr von solchen Bereichen. Ja, haben Sie noch Weitere? Also ich habe die gleiche Meinung wie Sie jetzt. Ich will jetzt nur noch mal sagen, für mich sind diese Stummfilme, die es früher gab, auch trotzdem die hören könnten und so weiter, aber die haben so eine Emotion rübergebracht. Also, und das wäre natürlich für mich schön, wenn sowas wieder kommen würde, dass zum Beispiel auch Gehörlose dann auch mit in dem Film mit reinkommen. Also für mich ist es ganz wichtig, dass da auch ein bisschen mehr passiert. Ja, das war sehr viele Informationen von Ihnen, sehr viel Input. Jetzt möchte ich gerne die Frage an Sie ins Publikum stellen. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Bitte gerne einmal nach vorne kommen und aufstehen. Ich halte das Mikro fest. Ich hoffe, man kann mich sehen. Hallo. Achso. Ich denke, ich bin die Erste. Genau. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich mich hinstelle, damit mich alle gut sehen können. Genau, das Thema Untertitel für alle ist, glaube ich, ganz wichtig. Und soll ich mich hier hinstellen? Okay. Genau, gut, dann stehe ich jetzt richtig. Das Thema Untertitel für alle ist, glaube ich, ganz wichtig. Also auch bei Live-Sendungen ist aber die Situation so, dass es oft nicht funktioniert und manchmal dann die Untertitel einfach weg sind. Und ich frage mich dann immer, sind meine Untertitel kaputt? Ist mein Fernseher nicht in Ordnung oder was ist los? Und dann kommen Untertitel ganz schnell. Ich frage mich, ob die Leute kurz auf Klo waren und dann irgendwie wieder reinkommen und alles schnell nachschreiben, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also ich weiß nicht, wie die intern arbeiten. Manchmal sind halt keine Untertitel. Also ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie irgendwie sagen, das ist wichtig, dass Untertitel so und so gestaltet sind. Also dass Sie auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Also wenn man zum Beispiel auch eine DVD kauft oder eine Blu-ray, manchmal sind da Untertitel und oft ist es so, dass ohne Hintergrundinformationen die Untertitel gestaltet sind. Also wenn man jetzt sozusagen aus englischsprachigen Filmen die deutschen Untertitel hat, also die ja in CC sind, also Closed Caption, dann ist das schwierig. Und für Hörgeschädigte ist das nochmal was anderes, weil wir brauchen, das hat Ines Selke ja auch schon gesagt, die Hintergrundinformationen. Und da ist es für uns sehr schwierig, dass wir bei deutschen Filmen, weiß ich nicht, zum Beispiel Freibad, glaube ich, der letzte Film, da waren überhaupt keine Untertitel zu sehen. Also da konnte man auch eine DVD kaufen, aber da waren trotzdem keine Untertitel drauf. Und das fehlt uns dann. Also wir brauchen eigentlich für alle Filme, die man kaufen kann, Untertitel.
Und da sind Schauspieler und dann ist sozusagen, bin ich so schnell, da wird dann eine Szene dargestellt und dann kommt jemand dazu, ein deutscher Schauspieler, der spricht dann und dann gibt es aber überhaupt keine Untertitel. Ja? Also das ist dann schwierig, da muss man dann auf Englisch die Untertitel angucken, die sind dann da die ganze Zeit, aber jemand spricht dann in einem englischsprachigen Film, zum Beispiel Deutsch, da sind dann gar keine Untertitel, weil davon ausgegangen ist, es ist ein deutscher Film. Also insofern... das verstehe ich nicht so ganz. Gut, dann würde ich die Frage jetzt mal weitergeben. Darf ich jetzt mal? Genau, bitte, wer möchte antworten? Ich wollte nur kurz... Wenn ich mich mit jemandem unterhalten will, dann lerne ich seine Sprache. Wenn ich wissen will, wie jemand einen Film sieht, der nicht hören kann, dann mache ich mal den Ton aus. Und dann sehe ich den Film und dann sehe ich, ob ich die Botschaft verstehe oder nicht, Leute. Hallo, wo leben wir? Boah, ich gehe jetzt. Tschüss, ihr süßen Ey. Also dazu kann ich sagen, dass wir das, was ist daran so schwer? Dass wir das auf jeden Fall tun. Wenn wir uns nicht sicher sind bei unserer Arbeit, dann schalten wir den Ton ab und schauen uns die Stelle ohne Ton an, um das besser entscheiden zu können. Integration, ihr Süßen, Integration. Und zu Freibad wollte ich gerne sagen. Danke. Zu Freibad wollte ich gerne sagen. Zu Freibad wollte ich gerne sagen, dass wir gemeinsam mit Konstantin Freibad untertitelt haben und zwar mehrere Untertitelfassungen erstellt haben. Also ich frage mich, warum die nicht auf der DVD sind. Das frage ich mich gerade auch. Ich bin gerade etwas entsetzt und kann mir das nicht vorstellen, aber ich prüfe das sofort, wenn ich morgen zurück in München bin. Versprochen. Bei Freibad ist es tatsächlich so, das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden, es gibt verschiedene Sprachen in diesem Film. Da wird mal Türkisch gesprochen, mal Arabisch. Entsprechend sind diese Stellen natürlich deutsch untertitelt. Und wenn dann die SCH draufkommen, kann es sein, dass irgendein technischer Defekt ist, jetzt in der Einstellung oder sowas. Aber ich, wie gesagt, wir prüfen das sofort, da das tatsächlich ein Konstantin-Film ist, den wir sowohl produziert haben, als auch im Verleih haben, als auch auf DVD rausgebracht haben. Ganz komisch. Ich wollte jetzt noch sagen, dass ich jetzt verstanden habe, dass, also beziehungsweise es ist ja, man hat ja in der Regel verschiedene Untertitelfassungen, einmal die Original mit Untertitel, also die, zum Beispiel bei einem nicht deutschen Film, also englische Originalfassung meinetwegen, dann gibt es eine deutsche Untertitelspur und dann gibt es häufig eine Synchronfassung dieses Films und dazu werden dann Untertitel für Hörgeschädigte hergestellt. Was es tatsächlich nicht so oft gibt, ist Untertitel für Hörgeschädigte zum Originalton. Also weil auf jetzt zum Beispiel DVDs ja häufig verschiedene Ton- und Untertitelfassungen abgelegt werden können. Oder auch auf Netflix, die haben ja tatsächlich ihr Angebot sehr vergrößert. Da gibt es, da kann man sich alles anschauen, jede Fassung mit oder viele Fassungen mit verschiedenen Untertitelspuren, je nachdem, was man möchte. Genau, aber diese, ja, um diese Lücke zu schließen, sagen wir mal, es gibt einen englischen Film, es gibt keine Synchronfassung. Ich möchte aber als deutsches Publikum, hörend oder nicht hörend, diesen Film gerne sehen, dann verstehe ich schon, dass wenn man keine begleitenden Informationen reinnimmt, also Geräuschbeschreibung, Musik, Sprecheridentifikation und so weiter, dass dann was fehlt. Aber es wird einfach nicht beauftragt. Also das ja einfach auch mal als Feststellung. Vielen Dank. Sie als Nächste. Mhm. Bitte gerne. Erstmal vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr informativ. Ich wollte anschließen an die ersten zwei Sprecher, weil da ging es um Barriere und was eigentlich Barriere bedeuten kann und dass es auch eine Frage der Kommunikation ist und dass Untertitel nicht nur wichtig sind für Menschen mit
die Hörprobleme haben, sondern auch mit zum Beispiel Migrationshintergrund. Ich arbeite in Ägypten an der Universität mit Filmen und mit Ägyptern, die nicht unbedingt Deutsch sprechen können. Und in dem Landeskundeunterricht arbeite ich dann sehr gerne mit Text, mit Filmen, die auch Untertitel haben. Genau das Gleiche mache ich hier an der Universität Bonn mit Studierenden für Landeskunde. Auch da benutze ich zum Beispiel ägyptische Filme mit Untertiteln und da sehe ich, wie viel Informationen dann auch fehlen. Und da frage ich mich ganz viel, also ich meine, es werden alle Filme untertitelt, egal ob in die Originalsprache oder in eine andere Sprache. Und da frage ich mich, warum die Filmproduktion an sich nicht ein bisschen langsamer redet. Oder zum Beispiel die Schauspieler, nee, ich meine es wirklich ernst, also gerade zum Beispiel, wenn es um Kulturspezifika geht, das ist zum Beispiel meine Doktorarbeit, da denke ich, ich kann sehr vieles nicht übersetzen, weil ich muss halt zeitlich sehen, wie viele Zeichen kann ich als Untertitel einsetzen. Ich kann nicht unheimlich viele Informationen reinschreiben, das ist kein Roman, den ich übersetze, das ist eine ganz andere Art der Übersetzung, wo ich aufpassen kann, muss, dass der Zuschauer das Audiovisuelle nicht, also das Visuelle, wenn er es nicht mitbekommen kann, mindestens das Auditive noch mitbekommt. Wenn ich das jetzt Ganze mit Text überfülle, dann frage ich mich, wo bleibt der Film dann? Ich sehe das aber auch, wenn ich zum Beispiel einen ägyptischen Film mit Freunden oder mit meinem Betreuer zum Beispiel sehe, der schon älter geworden ist und auch nicht alles hören kann und dann auch nicht unbedingt zuordnen kann. Und da frage ich mich wirklich, warum arbeitet die Filmproduktion auch nicht daran, dass auch klarer wird, wer redet? Und wie schnell redet er, ich meine, bei der Konsekutiv- und beim Dolmetschen, da weiß man, sitzt irgendwo in einer Kabine ein Dolmetscher, der mitschreibt und deswegen redet man entweder langsamer oder wenn es konsekutiv ist, dann längere, kürzere Sätze. Und bei Filmen denke ich, es ist wirklich wichtig, egal ob in der Originalsprache oder in einer anderen Sprache, dass auch die Filmproduktion daran arbeitet. Vielen Dank. Also das tut mir ganz furchtbar leid, aber das ist ein ganz großes Thema für Filmhochschulen und für Regieklassen. Also gehen Sie bitte gerne an Filmhochschulen und in Regieklassen und besprechen Sie das mit den angehenden Regisseurinnen und Regisseuren, weil die sind es, die Filme inszenieren, Drehbuchautoren sind es, die Filme schreiben und das sind die Leute, die dafür ein Bewusstsein bekommen müssen. Aber das kann nicht eine Filmproduktion bestimmen, weil sie den kreativen Hut hat normalerweise beim Film der Regisseur oder die Regisseurin auf. Und die inszenieren die Schauspieler und die inszenieren auch, wie schnell die Schauspieler sprechen. Sie wollten dazu anknüpfen, Frau Heike? Dann gerne... Vielen Dank erstmal heute, dass diese Veranstaltung stattfindet. Eine kleine Vorbemerkung noch. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass wir Hürde hier als Gehörlose und Spättaubte oder lautsprachlich Orientierte hier zusammensitzen und auch voneinander lernen. Es ist sehr wichtig, die andere Behinderung kennenzulernen und zu wissen, welche Anforderungen sind. Wir haben das heute am Eingang schon gemerkt, wo ich die Frage gestellt habe, warum ich den Sprechenden nicht sehen kann. Es ist für mich wirklich unheimlich wichtig, jemanden vorne zu sehen, dass ich das Mundbild sehen kann. Ich konnte aber heute die ganze Zeit das Mundbild nicht sehen, sondern nur von der Seite und war nur darauf angewiesen, Texte mitzulesen. Das mache ich aber nicht als Vorwurf, das will ich bloß einbringen, damit wir uns gegenseitig verstehen, was für uns wichtig ist. Oder auch wenn Frau Meinhardt dolmetscht, sie guckt auch zum Dolmetscher hin und guckt nicht ins Publikum, sodass man keinen Kontakt hat. Das sind Sachen, die wir einfach voneinander lernen müssen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, der Untertitel. Dieses Thema hat uns sehr stark mitgenommen. Wir haben uns in unserer Selbsthilfegruppe, die heute hier vertreten ist, darüber große Gedanken gemacht, was uns wichtig ist. Ich selber war bei einigen Veranstaltungen auf der Berlinale, habe festgestellt, dass sich ein klein bisschen getan hat im Vergleich zum vergangenen Jahr, dass es auch Filme schon gibt, deutsche Filme, die eine Untertitelung haben, was sehr angenehm ist.
Das wünschen wir uns natürlich für alle Produktionen, für alle deutschen Produktionen, insbesondere auch für alle Produktionen, die gefördert werden. Und wir wünschen uns natürlich auch, ich denke, es muss durchgesetzt werden, dass diese Filme auch gespielt und gezeigt werden, dass wir sie sehen können. Das passiert nicht. Wir wollen Tage haben, wo wir ins Kino gehen können, wo Untertitel gezeigt werden. Ich will nicht original mit Untertitel sehen, sondern ich möchte an einem bestimmten Tag in ein Kino gehen können und dort auch die Filme mit Untertiteln sehen können, auch deutschsprachige Filme mit Untertiteln. Das ist unsere Forderung. Ja. Die Untertitel selber, habe ich bei der Berlinale festgestellt, sind von der Qualität her nicht überzeugend, da sie auf hellem Untergrund sind. Wenn ich weiße Untertitel in der Wüste lesen soll, kann ich sie nicht lesen. Vielen Dank für Ihren wichtigen Hinweis. Ja. Ja. Herr Dusel möchte gerne auch da anknüpfen. Ich habe noch einen letzten. Wir haben, wie gesagt, ich möchte jetzt die Sachen doch noch mal loswerden, die wir uns hier alle erarbeitet haben in unserer Selbsthilfegruppe. Und zwar fordern wir auch, dass die Untertitelungsquote auch im Privatfernsehen sich erhöht. Da muss es auch staatliche Maßnahmen geben. Es werden ja Sendefrequenzen verteilt und da muss es auch eine Kopplung geben, dass im Privatfernsehen auch mehr untertitelte Sendungen gezeigt werden. Da wünschen wir uns mehr Einflussnahme. Und wir möchten auch, dass bei Moderation und Filmgesprächen es auch eine Schriftdolmetschung gibt. Das vermissen wir. Es gibt dann manchmal oder auch jetzt bei der Berlinale mit Gebärdensprachdolmetschen. Es gibt selbst die Fernsehübertragungen. Danke für Ihre ganzen Informationen. Wir sind in der Zeit ein bisschen knapp und ich würde wahnsinnig gerne das Wort noch an den Herrn Dusel übergeben. Genau, wir können uns gerne im Anschluss noch weiter austauschen. Ja, danke schön. Ich würde es gerne noch mal kurz aufgreifen, weil ich vorhin ja auch nur 2 Minuten hatte für das Grußwort und versucht habe, mich da an die Zeit zu halten. Ich meine, wir haben hier auf der Bühne Menschen, auch gerade Sie vom Konstantin-Film, die wir ja gar nicht überzeugen müssen, sondern Sie zeigen ja durch Ihre tägliche Arbeit, dass bei Ihnen das Thema wirklich angekommen ist und dass Sie das nicht nur aus Überzeugung machen, sondern dass Sie das auch wirklich professionell machen. Ich glaube aber, und das will ich ganz offen sagen, wenn ich Deutschland vergleiche mit anderen Ländern, die vielleicht weiter sind, nicht nur vielleicht, die weiter sind als wir, dann hat das auch damit zu tun, dass in den anderen Ländern einfach andere rechtliche Grundlagen vorhanden sind. Das heißt, seitdem wir auch über die Filmförderung sprechen und auch über die Veränderungen in der Gesetzgebung zur Filmförderung, solange wir jetzt mittlerweile auch sprechen, inwieweit wir die Förderung und Fördermittel mehr binden an das Thema Barrierefreiheit, muss uns klar sein, dass die Freiwilligkeit ein Punkt ist, aber nur auf die Freiwilligkeit zu setzen, ich glaube, dann können wir es auch fast lassen. Das erleben wir auch beispielsweise bei privaten Anbietern, sondern wir müssen tatsächlich die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass es gemacht werden muss. Und ich will Ihnen eine tiefe Überzeugung von mir sagen, die Bundesrepublik Deutschland, Bund und Länder, Bundestag und Bundesrat, haben vor 14 Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und haben damit gesagt, dieses Recht gilt bei uns, es ist Bundesrecht. Artikel 30, ich habe es vorhin gesagt, sagt, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben auf Zugang zu Kunst und Kultur. Und es ist toll, wenn ein Staat sowas macht, wenn er sowas verspricht, aber es ist viel besser, wenn ein Staat dafür sorgt, dass diese Rechte, die in dieser UN-Behindertenrechtskonvention beschrieben sind, die ja im Grunde Versprechen sind, Versprechen auf Teilhabe, Versprechen, seine Bürgerrechte einlösen zu können. Es ist viel besser, wenn der Staat Maßnahmen ergreift, dass die Menschen diese Rechte auch leben können, dass sie sich darauf verlassen können, dass es nicht nur ein Recht auf dem Papier ist, das man lesen kann, sondern dass sie wissen, dieses Recht kommt bei mir an. Und deswegen braucht es Maßnahmen, staatliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass die versprochenen Rechte auch bei den Menschen ankommen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, und das ist kein Affront sozusagen gegen die Menschen, die hier sowieso schon so gute Sachen machen, sondern das ist sozusagen auch der Appell, der sozusagen deutlich werden muss. Ich setze mich wirklich dafür ein, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen dahingehend verändern, dass wir ähnliche Situationen haben wie in anderen Ländern
wo nicht mehr darüber diskutiert wird, ob es gemacht wird oder ob es nicht gemacht wird, ob die Zahlen dafür stimmen oder ob die Zahlen dafür nicht stimmen, ob die Gruppe groß genug ist oder nicht, sondern es ist ein Menschenrecht und es steht allen Menschen zu und es muss dann eben sichergestellt werden, dass die Formate entsprechend barrierefrei sind. Das wollte ich am Ende dieser Veranstaltung nochmal sagen. Vielen Dank. Möchte jemand von Ihnen auf dem Podium noch dazu anknüpfen? Ja, dann sage ich vielen Dank an Sie alle. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, an Sie als illustre Runde. Und vielen Dank auch gut, gut, an Sie. Gut, ich habe doch noch ganz schnell noch einen kurzen Schlusspunkt noch. Wir haben ja jetzt so lange über die Untertitel geredet, aber bitte denken Sie daran, die Gebärdensprache ist nach wie vor sehr, sehr wichtig und die sollte jetzt nicht dabei jetzt im Hintergrund geraten. In der Gebärdensprache kann man weitaus viel mehr, im Kontext auch viel mehr mit der Gebärdensprache rüberbringen. Nur die Untertitel alleine jetzt als das Optimum für die Zukunft zu sehen, ist für uns natürlich ganz schwierig. Also deswegen jetzt nochmal, der Aspekt der Gebärdensprache, der sollte nicht jetzt dabei jetzt zurückstehen und der hat den gleichen Stellenwert wie die Untertitel. Ja, ich habe jetzt noch gesehen, es gibt noch Wortmeldungen. Bitte, die Dame in Weiß. Hallo. Hier? Hier. Ich bin Maike. Ich bin Marie. Ich bin hörend und bin Schauspielerin und ich habe zwei Fragen. An Konstantin, an die Firma, weil es ist ja eine große Firma. Und ich frage mich, gibt es Gespräche zum Thema Gebärdensprache, Untertitel und Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Also zuerst kann ich vielleicht gebärden und dann selber sprechen. So eine große Firma und ich als Schauspielerin frage mich, warum kommt man nicht zusammen? Weil es gibt genug Beratungsstellen, die das doch anbieten. Ich spreche jetzt. Geht schneller. Ja. Das war die erste, das mir so aufgefallen ist. Ich dachte, es gibt Beratungsstellen genau dafür, wo Gehörlose oder und Hörende mit Gebärdensprachkompetenz beraten können. Ich bin vielleicht naiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geht. Und ich erlebe das als Kommunikationsassistentin, die ich bin, oft, dass es da, ich finde das einfach sehr seltsam. Das begegnet mir so oft. Erstens. Und zweitens wollte ich anmerken, bei dem Film Du sollst hören, ist mir als hörende Schauspielerin aufgefallen, dass die Untertitel für die Gebärdensprache total kreativ ausgearbeitet waren. Hier wird gebärdet und dann erscheint der Untertitel hier. Und das fand ich cool. Also mir hat das getaugt, aber ich habe mich halt gedacht, damit wird sehr kreativ umgegangen für die Hörenden, damit sie die Gebärden verstehen und dass sie lebendig sind und vielleicht in dem Text
mitschwingt, wie gebärdet wird oder was erzählt wird, wie man miteinander spricht. Und das hat, ist mir so aufgefallen, dass da zum Beispiel wahnsinnig kreativ gearbeitet wurde an dem Untertitel. Ja, das hat mir gefallen. Gleichzeitig dachte ich so, aha, da geht's aber. Danke. Danke an Sie. Möchten Sie antworten, Frau Weidner? Ja, gerne. Das ist vielleicht einfach mein persönliches Versagen an der Stelle, dass ich diese Beratungsstelle nicht kenne, aber Sie können mir die gerne nachher nennen und dann wende ich mich dahin. Und wie gesagt, ich habe eine Kollegin, die das Thema bei uns im Hause demnächst neu übernehmen wird und wir können uns dazu gerne austauschen. Also ich bin da total offen. Wie gesagt, offenbar habe ich da versagt. wie kann ich nicht anders sagen. Und diesen Film, den Sie erwähnt haben, kenne ich leider nicht, aber ich schaue ihn mir sehr gerne an und lerne als hörende Person gerne dazu. Danke. Es gibt noch zwei Fragen aus dem Publikum hier links. Gut, also ich habe zwei Fragen. Die eine Frage war, also wie ist denn das für Menschen, die blind sind? Ich glaube, die sind uns echt voraus, weil das Thema Audiodeskription ist bei den Fernsehanstalten angekommen und da arbeitet jemand mit in der Redaktion, der selber blind ist, in einem Nicht-Vier-Augen-Prinzip, glaube ich, kann man in dem Fall nicht sagen, aber blinde Menschen überprüfen, ob das richtig ist. Und das vermisse ich zum Thema Untertitel. Also wer überprüft eigentlich, ob die Untertitel gut sind? Das überprüfen Leute, die ganz viele Fragen haben. Also insofern verstehe ich das nicht ganz. Vielleicht haben wir da vergessen, eine Verpflichtung mit reinzuschreiben von Seiten der Verbände. Das ist der erste Punkt. Das zweite Thema, auch wieder, wenn wir uns die blinden Menschen angucken, ist es so, dass es da einen Hörfilmpreis gibt. Ja, da werden Audiodeskriptionen für Filme werden ausgezeichnet mit einem Preis. Ja, das ist, glaube ich, ganz bekannt, dieser Hörfilmpreis. Da bewerben sich Firmen, um diesen Preis zu gewinnen. Und ich bin da auch immer bei diesen Verleihungen dabei. Und ich finde es super spannend, weil da gehen immer Blinde auch mit auf die Bühne, weil die auch bei den Filmen bei den Firmen angestellt sind, die die Audiodeskription machen. Also es ist so, dass da ein ganz anderer Umgang zu diesem Thema da ist. Und die Leute, die blind sind, können sich eben engagieren. Da ist es nicht so, dass dann die beim Fernsehen irgendwie vorstellig werden müssen und sagen müssen, wie das läuft, sondern die arbeiten bei den Firmen, die die Audiodeskription machen. Und insofern ist das, was ich für unseren Bereich so ein bisschen vermisse. Also das machen Nicht-Betroffene und machen das in irgendwelchen Filmen. Also es ist gut, Firmen, es ist gut, dass sie das machen und auch, dass sie auch das Zentrum für visuelle Kommunikation angesprochen haben, die ja auch Untertitel machen und die ja auch sozusagen in dem Bereich sehr aktiv sind. Und ich glaube, auch ein großes Vorbild in dem Bereich sind. Also ich hoffe, dass Sie da auch vielleicht, es gibt noch mal mehr zuhören. Sie sagen, wo gibt es Beratungsstellen, wo gibt es, also es gibt Leute, die hier sitzen, die auch Experten in diesem Bereich sind und Sie fragen, können ja auch den Deutschen Gehörlosenbund fragen, der ja hier auch dabei ist. Gut, da möchte ich mal Thomas gleich mal antworten. Wir hatten so einen Fall in dem Zusammenhang mit dem Film Du sollst hören und das Feedback gehabt und wir haben darüber gesprochen, wie geht es jetzt zum Beispiel auch, was wir jetzt hier machen mit den, wie das mit den Taubblinden ist, auch mit den Kontrasten, die jetzt für Taubblinde ganz wichtig sind. Was brauchen Taubblinde? Da kurz einmal eingehakt. Ja, die Taubblinde brauchen doch mehr diesen Kontrast, Hintergrund oder eben auch die Klamotten jetzt, die jetzt entsprechend kontrastreich sind. Also das war für uns natürlich wichtig, da haben wir uns viel darüber Gedanken gemacht. Für die Blinden, denen kann man das ja in der Audiodeskription alles beschreiben, wie es so ist. Und deswegen machen die Blinden das ja alles für sich da. Was ist für sie wichtig, wie ist es für sie wichtig? Ja, also für uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir wissen, was für uns wichtig ist. Also für sie, das, ja, Sie wissen, was ich meine. Ich bin nicht in der Medienbereich unterwegs, aber ich finde es wichtig, weil wir inklusiv werden wollen, die Gesellschaft. Und ich weiß, dass das Bundesministerium für Arbeit und für Soziales ganz viel Geld für Arbeitsbereich
fördern möchte, damit mehr Menschen mit Behinderung im Arbeitsbereich, mit dem echten Arbeitsmarkt unterwegs sind. Und vielleicht ist das auch eine Chance für die Filmindustrie oder für Untertitelbereich. Ich bin ja jetzt nicht so beruflich unterwegs, aber vielleicht kann man da mal ein bisschen überlegen, wie wir neue Ideen, Input machen, damit wir sozusagen Firmen haben, wo Menschen mit und ohne Behinderung, mit inklusiv, weil wir untereinander viel mehr lernen. Und wir sind eine Gesellschaft, wir werden älter und ich glaube, wir profitieren alle voneinander. Wir Menschen mit Behinderung kämpfen und am Ende sind die Menschen ohne Behinderung glücklich. Zum Beispiel, wir kämpfen für Untertitel oder die Rollstuhlfahrer kämpfen für Fahrstuhl. Aber Elternpaar oder Senioren mit Rollator sind dann auch glücklich, dass wir einen Fahrstuhl haben. Also man muss viel mehr den Blick horizont und wenn zum Beispiel in den Filmen viele Botschaften gezeigt werden, dass die Menschen ohne Behinderung dann sehen, ach stimmt, das könnte mich ja auch mal betreffen, dann glaube ich, dass wir plötzlich ganz, ganz viele Türen öffnen. Und ich glaube, wenn wir da mehr Kooperationen schaffen, weil das Bundesministerium für Arbeit will ja mehr Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt fördern. Aber wir haben zu wenig Ideen und vielleicht kann man heute Abend auch in diesem Bereich, in der Filmindustrie oder Berlinale und, viel mehr machen. Ne? Also so Tandem-Prinzip, dass ein Mensch ohne mit so Tandem. Und dann profitieren wir voneinander und können ganz viel lernen voneinander. Ja. Und eine letzte Frage bitte noch. Herr Zarschow. Gut, dann gucke ich jetzt in die Richtung und probiere mich so ein bisschen einzudrehen. Ich soll die Frage kurz stellen, ist mir gerade gesagt worden, so wie so eine Fahrstuhlkommunikation. Also ich mache jetzt so einen kleinen Pitch, ich habe 3 Fragen. Und zwar die erste Frage war ja, Sie haben ja gesagt, Netflix, gute Untertitel und so weiter, aber wenn man sich in Amerika die Untertitel anguckt, also CC, dann ist das hier in Deutschland nicht die gleiche Situation. Also es gibt da sozusagen keine Closed Captions, wie sie in Amerika üblich sind. Und das sind ja hier Untertitel speziell für Hörgeschädigte, die hat Netflix ja gar nicht. Da beziehe ich mich auch auf den zweiten Punkt. Sie haben gesagt, es gibt keine Untertitel zum Thema leichte Sprache. Man hätte ja auch 2 Untertitel machen können. Also einmal wirklich den Originaltext und dann aber auch leichte Sprache, weil die Kognition oder auch die kognitiven Ebenen sind ja auch unterschiedlich und es gibt auch Menschen, die sozusagen das vielleicht nicht so schnell lesen können. Ich habe jetzt eine Doktorarbeit geschrieben, bei mir ist das vielleicht nochmal ein anderes Lesetempo als bei jemandem, der irgendwie eben diese Erfahrung nicht gemacht hat. Und ich habe jetzt, spreche nochmal Herrn Dusel an, weil er ja auch gesagt hat, UN-BRK Artikel 30 Absatz 4, vielen Dank, dass Sie das angesprochen haben. Ich vermisse eigentlich das nächste Mal das Thema Gehörlosenkultur in Film und Fernsehen. Also Du sollst hören ist jetzt als Beispiel angesprochen worden. Das ist vor 20 Jahren, war das letzte Beispiel Caroline Link. Also insofern 20 Jahre ist es jetzt her. Und insofern müsste zu diesem Thema eigentlich noch viel mehr passieren und das Thema Gehörlosenkultur auch entsprechend gefördert werden. Vielleicht sehen wir uns da bei der nächsten Veranstaltung zu diesem Thema wieder. Möchten Sie anknüpfen bezüglich dem Thema leichte Sprache? Also würde ich gerne, das ist gar nicht so einfach, aber was ich gerne sagen möchte, ist, dass natürlich in der idealen Welt hätte man zum Beispiel 2 Untertitelfassungen, also eine, bei der man möglichst wörtlich den Dialog wiedergibt für diejenigen, die das so schnell lesen können und den kompletten Inhalt, so wie er da gesagt wird, gut erfassen können. Und vielleicht eine zweite Fassung, die etwas stärker redigiert ist, wo man etwas mehr darauf achtet, dass bestimmte Werte für Lesezeit nicht überschritten werden und so weiter und so weiter. Also das wäre ja der ideale Fall, aber wer bezahlt das? Das muss man ja fragen. So. Genau, und leichte Sprache im Untertitel, da wird's, also wir bei uns bei No Limits, wir beschäftigen uns aktuell damit, leichte Sprache in Untertiteln. Also in Untertiteln allein hat man ja schon den Konflikt, dass man immer gucken muss, wie kriege ich diesen Text, so wie er da ja gesagt wird, den ich möglichst wenig zensiert wiedergeben soll und möchte, zusammen, also wie kriege ich diese Anforderungen zusammen mit
den Anforderungen, die die leichte Sprache mit sich bringt. Das ist ja sehr genau definiert eigentlich, was leichte Sprache ist. Und da habe ich eigentlich noch mehr Text, also den ich muss den Text anreichern, um ihn so, also ja, es geht jetzt zu weit, ich bin noch keine Spezialistin für leichte Sprache, aber das ist tatsächlich schwierig. Im Moment wissen wir nicht, wie man das möglich machen kann. Also wirklich leichte Sprache, so wie sie definiert wird, mit Untertitelung zusammenzubringen. Denn der Film läuft ja immer weiter. Also, und es ist eh schon schwierig. Also, genau. Ich würde gerne noch kurz ergänzen, was wir seit kurzem machen, ist, dass wir über die Greta-App auch die Hörverstärkung anbieten. Ich hoffe, dass es sinnvoll ist, dass wir das tun. Also die Kollegen von Greta, von der Greta und Starks oder von der Greta-App haben uns gesagt, dass das gewünscht ist, und deswegen machen wir als Firma das, wo wir es können, liefern wir die deutsche Dialogspur mit, damit man eben das besser hören kann. Also ich hoffe, es wird genutzt. Vielen Dank an Sie alle für die tollen Beiträge. Vielen Dank auch für Ihre Fragen aus dem Publikum. Wir sind in der Zeit ein bisschen knapp. Ich würde Sie gerne einladen, anschließend noch Ihre Fragen zu stellen. Ich möchte mich gern bedanken bei Herrn Ralf Raule, Dr. Matthias Müller, bei Ines Helke, Jan Sell, vielen Dank Martino Agisi und auch an Sie, Stefanie Wagner. Selbstverständlich möchte ich mich auch bedanken für die Dolmetschungen heute und für die Organisatoren der Veranstaltung: die Deutsche Kinemathek, Florian Bolenius, den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, und natürlich möchte ich mich auch bedanken bei der Berlinale. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch viel weitere Freude auf der Berlinale.